Zeit, liebe Rock- und Metal-Gemeinde, liebe Wacken-Fans. Es soll heute gehen um den neuen Wacken Wednesday. Was da los ist, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde und wie das Endfazit dazu ist. Schreib es deinem Krempel dann bitte auch mit in die Kommentare. Ja, was ist Wacken Wednesday? Wacken Wednesday ist vom Prinzip her erstmalig eine Bonusveranstaltung im Infield. Am Mittwoch war das Infield ja noch nicht auf. Das geht ja traditionell erst am Donnerstag auf, wo dann halt traditionell Skyline natürlich das Opener spielt und dann die ganzen Main Acts auf den Center Stages da Gas geben. Nun fragt ihr euch, ja Mensch, aber was ist das jetzt irgendwie mit diesem Wacken Wednesday? Es war doch sowieso schon in den letzten Jahren immer so, dass auf der Biergarten Stage, auf der Wasteland Stage, im Bullhead City, dass da auch schon gespielt wurde und teilweise echt mega Top Acts, wie zum Beispiel Sepultura, und jetzt muss ich echt mal kurz in mich gehen, und Whitesnake sind mir da jetzt auch noch sehr, sehr in Erinnerung, dass die da zum Beispiel in Bullhead City schon Gas gegeben haben. Da fragt man sich, Sepultura, Weltband, schon auch Center Stage gespielt. Warum wird jetzt irgendwie noch so ein Wacken Wednesday aufgemacht und was hat der überhaupt zu bieten? Das meiste habe ich schon gesagt. Es ist ein Bonusprogramm im Center-Bereich, also in den Mainstages. Es wird eine Bühne bespielen und es werden 4 Bands da sein. Unter anderem werden halt, das wird wahrscheinlich natürlich der Opener sein, die Gewinner des Metal Battles vom letzten Jahr. Namen habe ich vergessen, schreibe ich nochmal unten in die Infobox rein. Dann werden, ich glaube, die kommen aus Australien oder, Skandinavien, irgendwo kommen die her, Clawfinger. Crossover werden noch mit Vorband sein. Und dann als Main Act wird Till Lindemann spielen, der Sänger von Rammstein. Es gibt noch eine super geheime dritte Vorband, die ein Publikumsliebling sein soll, wo man sich wohl angeblich, wenn man es mitkriegt, den Arsch abfreuen wird, wenn sie bekannt gegeben wird. Aber alles noch super geheim. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte das sein? Wer ist denn so ein super Publikumsliebling, wo die Leute wirklich ausrasten würden? Also mein erster Gedanke war natürlich Doro, weil Doro ist omnipräsent auf dem Wacken Open Air. Sie ist neben Lemmy irgendwie sowas, wie ich finde, so ein Maskottchen des Wacken Open Air. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Wen kann ich mir noch vorstellen? Udo Dirkschneider vielleicht. Wenn wir so in Deutschland bleiben, fällt mir auch noch Powerwolf ein. Und so als Publikumsliebling für mich fällt mir jetzt dann auch noch wirklich so Sabaton ein. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die jetzt dann das dritte Jahr in Folge da auch nochmal irgendwie aufschlagen. Und ob die irgendwie da so Vorman für Lindemann machen würden, das weiß ich nicht. Aber wenn du eine Idee hast, wer das denn vielleicht sein könnte, dass der Publikumsliebling der dritte Vorband von Lindemann ist, ab in die Kommentare. So, also man hat schon mal echt vernünftige Bands. Und es findet halt aber auch zusätzlich zu dem Rahmenprogramm, das sowieso schon am Mittwoch mal gelaufen ist, statt. Also es ist wirklich ein Bonus obendrauf. Es ist halt etwas, wo die Wacken Open Air Macher sich wirklich wieder was für die Fans überlegt haben. Ich denke mal auch, um einen Teil dessen, dass wir dieses Jahr verloren haben, aufzuwiegen. Dass wir eigentlich schon dieses Jahr nicht 3 Festivaltage haben, sondern insgesamt, also 3 Musikfestivaltage haben, offiziell auf den Center Stages, sondern eigentlich 3,5. Lass es aufgerundet 4 sein. Es wird halt wieder was für die Fans gemacht. Und es ist, wie gesagt, es ist extra Programm. Es ist nichts, wo man unbedingt dran teilnehmen muss. Man kann es. Das andere Rahmenprogramm, das sowieso die ganzen Mittwoche sowieso vorher stattgefunden hat, das findet sowieso statt. Das heißt, wenn man sowieso keinen Bock auf Lindemann, Clawfinger und Co. hat, dann bleibt man einfach in seinem Bereich. Also passt irgendwo. Kommen wir zu den 2 Kritikpunkten, die ich da irgendwie habe oder die angeführt werden. Der ganze Spaß kostet, wenn es nur um das Ticket geht, 66,66. Also 66 Euro und 66 Cent. Für einen, vom Prinzip her, wenn man das mal so ein bisschen anguckt, wenn man sich so eine normale Konzertkarte außerhalb eines Festivals anguckt, ist das noch ein relativ normaler
Preis. Wobei ich glaube, Lindemann hier in Hannover hat, glaube ich, irgendwie 40, 45 oder so gekostet. Ist natürlich schon ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, es ist ein Streitpunkt. 66 Euro für die Karte. Wer dann unbedingt noch das T-Shirt da haben, dazu haben wollte, zuzüglich Versand, da ist man auch mal eben so beim Huni. Ja, ne? Es ist eine Frage, die sich stellt. Kann es sich jeder leisten? Und werden Leute jetzt, die vielleicht wirklich Oberkante, Oberlippe sind, wie heißt das, Oberkante, Unterlippe irgendwie sind, so heißt es, glaube ich, die sich es nicht leisten können, werden die jetzt halt sozusagen ausgesperrt. Weil es gibt einfach auch Metalheads, die jetzt nicht so liquide sind und einfach sagen, ach komm hier, Huni, gib ihm. Und das ist natürlich wirklich sehr schade für diese Leute, gerade wenn sie vielleicht auch Lindemann-Fans sind oder Clawfinger-Fans. Das ist natürlich wirklich ein Wermutstropfen in dem Moment. Der nächste Wermutstropfen ist, der, wie ich finde, eigentlich auch noch ein bisschen größer ist, es werden nicht alle Platz haben. Diese Tickets sind limitiert und das ist natürlich einerseits verständlich, klar, irgendwie es ist ein riesiges Festivalgelände und bei den normalen Acts, nicht jeder will unbedingt nächstes Jahr Judas Priest sehen und geht deswegen auf die Wasteland Stage, weil sie da irgendwie was für sich Besseres finden oder ins Bullhead City Circus. Ist völlig verständlich. Aber bei so Publikumsmagneten, und ich erinnere mich da irgendwann mal einen Bericht gesehen zu haben, da war ich selber noch nicht mit auf dem Wacken, da spielte Maiden da. Und dann, natürlich alle wollten zu Maiden und da war das Gelände wohl noch nicht so groß, das Infield. Da konnten nicht alle reingelassen werden. Und da war irgendwie wirklich dann sehr, sehr viel Enttäuschung. Man hat dann aber irgendwie eine Lösung gefunden. Ich weiß das nicht mehr so. Ich müsste den Bericht nochmal sehen. Bei YouTube finde ich ihn sicher irgendwo. Aber das ist halt wirklich so, ja gut, Lindemann ist erstmal für sich erstmal so nicht diese Größe wie Rammstein, dass da wirklich so die Fans aus aller Welt vielleicht irgendwie da auch einen Bezug zu haben und dann jetzt irgendwie das Infield stürmen. Nichtsdestotrotz, es ist schon schade, dass das nicht so hinhaut. Auf der anderen Seite kann man ja auch wieder sagen, alles klar, okay, die Wacken Plaza, die ist da irgendwie auch noch so weitläufig, auch da mit der um die Biergarten Stage drumherum, da wird man immer noch genug mitkriegen. Ja, trotzdem, wie gesagt, das ist der zweite Wermutstropfen daran. Nächster Fakt, dass, was aber auch völlig logisch in sich ist, ist, dass das Wacken Wednesday Event nur für Wacken Open Air Ticketinhaber ist. Macht ja irgendwo auch Sinn, weil wie willst du da irgendwie Tagesgäste irgendwie dann da reinschleusen und dann von den anderen da irgendwie vernünftig rausfiltern können? Also macht Sinn, ne? So, jetzt stehen wir da mit den Pluspunkten, mit den Minuspunkten und müssen uns überlegen, ist das jetzt eine gute Sache oder ist das für den Arsch? Und ich habe da relativ viel zu gelesen, sei es bei Facebook, Instagram und auch ein bisschen was bei Twitter. Ich persönlich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe es halt wirklich mit allen Punkten. Und ziehe mir dann aber noch einen anderen wichtigen Punkt hinein, den viele aber auch vergessen. Wacken 2020 war am Arsch. Wacken 2020 ist ausgefallen. Damit sind dieser Firma gigantische Verluste entstanden. Eins müssen wir uns mal vor Augen machen. Die Jungs und Mädels, die dieses Festival veranstalten und dieses gesamte Dorf Wacken, die leben davon. Gut, im Dorf werden die Leute schon noch überwiegend ihre normalen Jobs haben, um davon zu leben. Aber dieses Zubrot, was es da gibt, das alles, wenn man das mal so ein bisschen zusammenrechnet, was da wirklich an Verluste, gerade auch wie gesagt für die Macher des Open Airs, eingefahren wurden, die müssen irgendwie kompensiert werden. Und das ist im Jahr 2020 überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Kein Wacken Open Air, keine Harley Days, keine Metal Days,
und was da noch alles veranstaltet wird. Ich sehe dieses Event irgendwo auch schon als einen Teil Kompensation, der natürlich diese Gesamtheit nicht auffangen kann. Aber es wird versucht, was zu kompensieren, vermute ich. Und für die Fans kommt dabei nochmal was rum. Klar, ich persönlich habe hier auch noch 3 Kisten Merch stehen, irgendwie von Wacken 2020. Ich habe da natürlich auch riesige Kohle gelassen. Aber diese ganzen anderen Nebeneinnahmen aus Getränken, Food und sonstigem, die fehlen natürlich irgendwo. Und das ist schon eine ganze Menge. Und ja, ich persönlich, für mich war so das Fazit, nachdem ich mal einen Tag drüber nachgedacht habe, will ich da jetzt irgendwie nochmal 100 Euro mehr rausballern? Habe dann irgendwo gesagt, boah, ich mach das jetzt mal. Auf der einen Seite will ich diesen Ole Linnemann da irgendwie auch nochmal ein bisschen von Namen sehen. Die Tour hier in Hannover war ja relativ schnell ausverkauft. Da habe ich dann kein Ticket mehr bekommen, leider. Jetzt habe ich die Gelegenheit, da auch irgendwie den ollen Moppel da irgendwie noch mal ein bisschen näher zu sehen. Ich meine, vielleicht trainiert er sich ja wieder mal ein bisschen was ab und ein paar Muskeln wieder auf, wie es in alten Zeiten war. Wäre halt ganz cool. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin auch sehr gespannt auf diese dritte Vorband, die halt da angekündigt ist. Mal gucken, was dabei rumkommt. Also, am Ende für mich, Fazit ist eine gute Sache. Es muss aber jeder selber entscheiden, ob er oder sie daran teilnehmen. Am Ende hat man halt auch, wie gesagt, die Chance auf dem Wacken Plaza da irgendwo mit zuzuhören, ohne irgendwie direkt mit dran zu sein. Es gibt immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, ein Teil so mit noch davon zu sein. Oder habe ich das jetzt richtig gesagt? Scheiß drauf. Und bin nicht mehr betrunken, wenn ich nicht richtig sprechen kann. Halleluja. Wie dem auch sei. Ich persönlich für mich finde es eine gute Sache. Muss jeder selber entscheiden. Schreibt mal bitte sachlich in die Kommentare, was ihr davon denkt. Mit bitte vernünftigen Argumenten und nicht einfach nur dieses typische oh, Scheiße. Und im Sinne des Metals wollen wir hoffen, dass diese Corona-Kacke dann jetzt halt auch in den Griff bekommen wird, dass wir nächstes Jahr wieder, egal ob auf dem Wacken Open Air, ob auf dem Full Force, ob auf den Metal Days, ob auf Deichbrand oder Mera Luna, wie sie alle heißen, Rockhards, wieder zusammen feiern können, wieder zusammen Spaß haben können. Darum geht es nämlich im Großen und Ganzen mein Metal, dass man zusammen ist und Spaß hat. In dem Sinne wünsche ich euch bitte, dass ihr gesund bleibt, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen auf dem Festival eurer Wahl. Und ansonsten, vor allem sehen wir uns auch nächste Woche hier wieder auf diesem Kanal. Stay heavy, euer MK.